Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing, ja, mit eurem Basti. Und ihr seht es vielleicht schon, das Bild ist ein bisschen anders. Ich nehme dieses Video heute als erstes mit, das erste Mal mit meiner GoPro Hero, glaube ich, 9 oder 10? Ich glaube, den 9 habe ich. Mal sehen, wie das wird. Ich hoffe, es klappt alles und das ist nämlich ein Unboxing, auf das ich mich schon ein bisschen freue, denn heute ist sie gekommen. Ihr seht es ja schon am Titel, ne? Meine DJI Avatar. Ja. In der ProView Combo mit dem DJI RC Motion 2, also dem neuesten Steuerknüppel, den wir hier haben, um das Ding zu steuern. Gleichzeitig habe ich noch zwei Speicherkarten. Ich glaube, in die Brille muss eine und in die Drohne muss eine Speicherkarte. Und eigentlich hatte ich mir das Fly More Pack bestellt, das heißt mit zwei oder drei zusätzlichen Akkus. Die sind leider noch nicht da, deswegen können wir heute nur dieses Schmuckstück hier auspacken. Und ich bin echt gespannt. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist die Plastifolie vom Karton abzumachen. Und wie es sich bei DJI natürlich gehört, ist das, was hier in dem Karton ist, auch alles nochmal extra eingepackt. Also wie gesagt, der Karton ist leer. Den stellen wir mal ganz vorsichtig zur Seite. Dann haben wir hier kleine Kartons drin. Einmal mit der Brille und mit dem Motion Controller, also der DJI Goggles 2. Und einmal haben wir das Prachtstück, die Drohne hier. Ich würde sagen, ich fange am besten damit an, das Ganze auszupacken. Leider kann ich die Drohne noch nicht testen, weil das Wetter spielt nicht mit, es regnet, es stürmt und da sieht das ein bisschen schlecht aus. So, wir öffnen einfach mal den Karton. Können den nach oben klappen. Okay. Gut. Im Karton sieht es so aus. Ich hoffe, ihr seht das. So, dann wollen wir mal ja schauen, was hier drin ist. Also, ich denke mal, wir fangen am besten mal mit der Brille an. Da muss ich jetzt natürlich schauen, ob ich die ordentlich ausgepackt kriege. Und wie das Ganze natürlich aussieht. So. So sieht das Prachtstück aus. Es hat sogar einen Schutz. Und hier nochmal extra einen Schutz. Den kann ich jetzt eigentlich ja schon abziehen. Dann seht ihr die Brille. Ja, ich halte es mal ein bisschen gegen das Licht. Da habt ihr es. Okay, super. Natürlich muss hier noch ein Band rumdrum. An der Seite befindet sich das Touchpad, mit der man die Brille steuert. So, dann haben wir hier Antennen. Unten kann man wahrscheinlich dann die Stärke einstellen. Da haben wir noch einen Anschluss hier unten. Also im Endprinzip sieht das Ding so aus, wenn man das auf hat. So, ich hoffe doch mal, ich gucke in die Kamera. Aber ich denke mal, passt schon. Also ich muss ein bisschen vom Licht. Wo habe ich denn mein Licht? Da wird nicht so richtig angestrahlt. Müsste ich mal ein bisschen heller machen. Aber wie gesagt, das ist ja auch der erste Versuch mit der GoPro zu filmen. So. Aber ist ja nicht so schlimm. Machen wir mal den Schutz hier wieder drauf. Ich hoffe doch mal, dass ich den wieder drauf bekomme. Aber der steckt doch eigentlich nur hier. Ja. Der steckt nur hier drin. So. Dann hätten wir schon mal einmal die Brille. So. Ich denke mal, das dazugehörige Band. Ach, hier ist so viel dabei. Dann ein Stecker wahrscheinlich von der Brille zum Handy, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann haben wir noch eine Trageschlaufe für den Motion Controller. Und natürlich, was ist das hier? Ich glaube, für die Brille, wenn man Brillenträger ist. Adapterkabel ist auch dabei. Da muss ich erstmal sehen, ob ich das brauche. Und natürlich
Dann denke ich mal, der Akku für die Brille. Muss ich schauen, wo. Ach, ja, den muss man dabei haben. Stimmt, damit wird die Brille, glaube ich, gespeist und nicht alles täuscht. Ja, okay. Ist noch ein bisschen geladen. Ansonsten, wie gesagt, das Adapterkabel, das für die Brille, da haben wir hier drin. Und damit kommen wir zum Motion Controller 2. So sieht das Ding aus. Passt sogar mit meinem Finger dazwischen, sehr gut. Den kann man auch anschalten. Muss natürlich auch über USB, glaube ich, geladen werden. Da muss ich mir das auch, das muss ich mir alles in Ruhe nochmal ganz genau anschauen. Also wie gesagt, man steuert den ja mit Bewegungssteuerung. Hat verschiedene Knöpfe hier drauf, wo man verschiedene Einstellungen vornehmen kann. Das muss ich auch, wie gesagt, das muss ich mir definitiv alles in Ruhe anschauen. Ich packe ja heute erstmal nur aus. So. Und dadurch, dass wir jetzt mit diesem Karton fertig sind, werde ich die Brille einmal einpacken und natürlich auch den muss ich mal schauen. Ah, warum passt der jetzt hier nicht rein? Gute Frage. Oh, den hat es auch angeschalten. Ja, das braucht alles Akkus. So. Okay, ich habe alles wieder verschaut gekriegt. Muss ich mir, wie gesagt, alles in Ruhe anschauen. Aber den Karton hätten wir zumindest fertig. Oh, meine Brille darf nicht rausfallen. Das wäre nicht gut. Ah, ich bin schon auf den ersten Flug gespannt. Da nehme ich euch natürlich auch mit. So. Brille und den DJI RC Motion Controller 2 haben wir zusammen ausgepackt. Jetzt kommt eigentlich das Hauptprachtstück dieser Verpackung. Gleich mal in den Karton reingeschnitten. Oh Gott, es hat gerade ein bisschen gehakt, aber das ist auf jeden Fall die Drohne. Natürlich dicke, fette Anleitung dabei. Aber wir wollen uns ja die Drohne anschauen. Okay, wir haben ein Kabel dabei. Wir haben Ersatzpropeller dabei, die werde ich auch jetzt nicht auspacken. Und wir haben natürlich einen einzigen Akku für diese Drohne hier. Ist ein bisschen ärgerlich, finde ich, dass dieses andere Paket ein bisschen später kommt. Oder ist das das Ladegerät? Es könnte auch das Ladegerät sein, nicht der Akku. Bin ich jetzt gar nicht so im Bilde. Ja, Ladegerät. Akku befindet sich wahrscheinlich hier in der Drohne. Wollen wir das Prachtstück mal auspacken, würde ich sagen. Genau so sieht sie aus. Klein, fein und ach, der Akku ist hier hinten dran. Okay, alles klar. Gut, hier vorne haben wir die Kamera. Muss ich mal schauen, wie man das. Ah, ja. Ja, die muss ein bisschen gegen das Licht halten. So, oh, da seht ihr die Kamera und dann seht ihr auch nochmal die komplette Drohne. Wie sie aussieht, ist natürlich ein bisschen schwerer als meine Mini 2. Ich denke mal, irgendwann wird es dann auch die Mini 3 werden, die ich mir irgendwann noch hole. Aber jetzt geht es erstmal mit diesem kleinen, aber feinen Gerät hier auf Erkundung. Und das ist der Akku, ist der nur reingesteckt? Ja, okay. Also, ohne Akku und einmal Akku inklusive dann Ladegerät. Ah, okay. Ja, einmal angesteckt und dann kann man den laden. Super. Das ist also dann doch das Ladegerät.
Okay. Dann würde ich sagen, packen wir den natürlich wieder hier rein. Stecken hier an. Das Ladegerät brauche ich auf jeden Fall. Ich werde es auf jeden Fall mal starten heute. Mal sehen, ob ich das bei uns in der Wohnung mache. Aber jetzt regnet es gerade schon wieder, da habe ich eigentlich keine Chance. Aber ja, das war das Unboxing der DJI. Oh, die steht sogar richtig, ganz gut, ganz fest hier. Hat sogar hier unten Sensoren. Braucht sie, denke ich mal, auch. Ich glaube, rückwärts fliegen, wenn mich nicht alles täuscht, kann sie nicht. Aber ich glaube, beim neuesten Update sollte das auch klappen. Ganz schön robust ist sie. Und wie gesagt, also ich nehme euch auf jeden Fall beim ersten Flug mit. Das Problem ist, muss mal schauen, wann ich dazu komme. Ich werde jetzt erstmal soweit alles einrichten. Ich hoffe doch mal, dass ich das hinkriege ohne Probleme. Ich bin echt gespannt. Ich packe sie mal wieder ein. Ihr seht sie nochmal hier im Karton. Und dann bin ich auch durch, was das Unboxing angeht. Drohne, Motion Controller 2 und die Brille. Das war alles im Karton. Werde ich mir ganz in Ruhe anschauen. Das geht jetzt nicht so schnell. Das möchte ich auch eigentlich ja nicht im Video machen. Aber ich wollte das Ding mit euch zusammen auspacken. Wie gesagt, ich habe noch nicht reingeschaut. Ist heute erst gekommen. Ich denke mal, ich werde es auch schaffen, das Video heute hochzuladen. Das sollte eigentlich klappen. Mal sehen, wie die Qualität ist von der GoPro. Dann werde ich vielleicht öfter Videos machen mit der GoPro oder ich schwenke dann halt auf meine auf meine Elgato Facecam wieder um. Muss ich mal sehen. Lasse ich mich überraschen. Und dann wären wir jetzt eigentlich komplett durch. Dann kann ich ja meine Einblendung machen. Und hoffe, ihr lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann spätestens beim ersten Video, wenn ich mit der Avata unterwegs bin. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Drückt mir die Daumen, dass alles gut geht. Und wir sehen uns dann bald wieder. Macht's gut, euer Basti. Ciao, ciao.